Den dritten und noch den. Nein, jetzt habe ich mir so einen Stuhl gekauft. Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal und wir sind in Adopt Me und heute schauen wir uns das Royal Tea Party Update an und ja, hier hinter uns ist das Update und das verschwindet auch schon bald wieder, sorry, dass das Video erst jetzt kommt, aber ich wollte mir Geld ansparen, ja. Hier haben wir einmal den Royal Corgi, der sieht eigentlich fast aus wie der Corgi, schauen wir den kurz an. Und der, wie heißt der, der Australian Kelpie, hier im Journal so gemischt. Einmal den Corgi, so, Corgi, dann so eben, oh, ist schon ja ähnlich, heißt der auch Royal Corgi. Und dann den Kelpie, Australian Kelpie, genau hier. Der sieht auch so eine Mischung aus dem von der Farbe und Form her, ja. Findet ihr auch? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Mischung aus den beiden. Und dann hier haben wir auch noch ein zweites Pet, den Royal Palace Spaniel für 299 Robux. Und der wird auch später noch hier sein, weil hier steht das auch. Royal Palace Spaniel. Will still be available after the event and send the pet shop. Ja, at the pet shop. Das heißt, ja, im Pet Shop bekommt man den Royal Palace Spaniel immer noch später. Gut, dann kaufen wir uns jetzt mal 4 solche Royal Corgis. Den ersten. Die kosten übrigens 4000 Bucks. 4000 Bucks. Habe ich jetzt ausgegeben für diesen Royal Corgi hier. Dann machen wir den auch noch zu Neon, denn ich kaufe mir heute 4 und auch nur 4, mehr kann ich nicht kaufen, die sind mir zu teuer. So, hier den zweiten für 4000 Bucks, den dritten und noch den. Nein, jetzt habe ich mir so einen Stuhl gekauft. Leute, jetzt habe ich mir so einen Stuhl gekauft. Egal, den wollte ich mir hier auch noch kaufen. Ja, hier jedenfalls habe ich mir diesen Stuhl gekauft für 1300 Bucks hier. Diesen Stuhl hier hinten, diesen hier, den Tea Party Chair. Ja, ups. Dann kaufen wir uns noch den vierten Corgi. So, und jetzt haben wir 4 Corgis. Royal Corgis hier, genau. Dann schauen wir uns die noch ganz kurz in Neon an. Royal Corgi, also ja, machen wir es anders. Corgi, und dann haben wir hier den Royal Corgi. In Neon, warten wir mal kurz, bis sich dreht. Dann vorne ist er nämlich Neon wahrscheinlich, so wie der normale Corgi. So, jetzt kommt das da. Genau, hier vorne ist der Neon in Gelb und in Mega Neon ist das gleiche Rot. Gut. Dann haben wir eben hier noch diesen Teetisch hier für 3000 Bucks, den Tea Party, das Tea Party Set. Kaufen wir uns das mal. Und dann haben wir hier hinten noch so einen Chair, eben diesen habe ich aus Versehen schon gekauft. Gut, dann stellen wir diesen Tisch auch noch hier hin. Die kann man übrigens überall auf der Map platzieren und sich dann so einen Tea Party Scone nehmen. Die sind dann common, das heißt häufig, aber die bekommt man auch nur hier so. Das sind solche, ja, weiß auch nicht, irgendwelche Leckereien zum so. So Dessert. Und dann kann man sich hier hinsetzen, auch der Royal Corgi. Und ja, dann kann man einfach so ein bisschen von diesen essen. So zum Beispiel, ja, wie viele Benutzungen haben die? Dreimal kann man sie eigentlich sozusagen, muss man klicken, bis man sie gegessen hat und satt ist. Dann nehmen wir dieses Set wieder weg hier. Und ja, zum noch zeigen, man kann das zum Beispiel auch hier hinten auf dem Spielplatz aufstellen, wenn ihr wollt. Okay, aber hier können wir es hinstellen auf die Straße sozusagen. Und auf dem Gras geht es auch. Schauen wir das auch nochmals kurz, ob das auf dem Gras auch geht. Mal mit dem Tisch. Ja, hier können wir auf dem Tisch so hinstellen. Und da auch noch hin. So, und dann haben wir hier, ja, das ist nicht so schön.
Ein bisschen anders, dann so vielleicht so hierhin, so gut. Und dann können wir uns hier hinsetzen mit unserem neuen Royal Corgi. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, war es das für heute mit dem Video. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Kommentiere mal, ob euch die Royal Corgis gefallen. Meiner Meinung nach sind sie ein bisschen viel zu teuer, aber ja. Und ja, dann ja, würde ich sagen, war's für heute. Ciao!